Professor Smart weiß, dass Feedback ein wichtiges Instrument ist, um seine Studierenden während des Lernprozesses zu begleiten. Aber wann und wie soll er das Feedback einsetzen? Kann man auch etwas falsch machen oder ist jedes Feedback gutes Feedback? Richtig eingesetzt bietet Feedback viele Vorteile. Es kann beispielsweise die Lernmotivation und somit auch den Lernerfolg steigern. Außerdem kann die Lehrperson mithilfe des Feedbacks den Lernprozess der Studierenden besser steuern. Sollten diese Gefahr laufen, das Lernziel zu verfehlen, kann die Lehrperson sie mit gezielten Hilfestellungen wieder in die richtigen Bahnen lenken. Letztendlich kann konstruktives Feedback auch ein tiefergehendes und nachhaltiges Verständnis der Inhalte bewirken, indem bei den Studierenden neue kognitive Verknüpfungen geschaffen werden. Feedback sollte nicht nur in eine Richtung gehen. Vielmehr sollten beide Seiten die Möglichkeit haben, sich gleichberechtigt zu äußern. So wird auch der Lehrperson ein Spiegel vorgehalten und diese kann daraus Rückschlüsse für die eigene Lehre ziehen. Allerdings kann Feedback, wenn es nicht gut vorbereitet oder falsch eingesetzt wird, auch negative Effekte haben. Wird Feedback lediglich als Informationskanal genutzt, kann seitens der feedbacknehmenden Person möglicherweise die Relevanz nicht wahrgenommen werden oder gar eine Verweigerungshaltung entstehen. Beim Feedback geben müssen also einige Dinge beachtet werden. In erster Linie sollte das Feedback objektiv und fair sein. Daher sollte die Beurteilung mithilfe eines im Vorfeld erstellten Kriterienkatalogs erfolgen. Das Abarbeiten des Kriterienkatalogs gewährleistet eine gewisse Vergleichbarkeit des Feedbacks. Außerdem spielt die Kommunikation im Feedback-Prozess eine entscheidende Rolle. So sollte der Kriterienkatalog bereits im Rahmen der Aufgabenstellung transparent gemacht werden. Beim Feedback selbst sollte stets ein konkreter Bezug zur erbrachten Leistung, zum Beispiel in Form von Textbeispielen, hergestellt werden. Zudem sollte das Feedback auch eine Hilfestellung in Form von Verbesserungsmöglichkeiten oder Tipps zu Lernstrategien bieten. Feedback sollte sachlich sein und Verallgemeinerungen sollten vermieden werden. Idealerweise entsteht ein Dialog, bei dem auch der Feedbacknehmer seinen Standpunkt deutlich machen kann. Auch das Timing beim Feedback ist entscheidend. Es sollte zu didaktisch sinnvollen Zeitpunkten im Lernprozess stattfinden, zum Beispiel nach einer unbenoteten Lernstandskontrolle oder nach Abschluss eines Themenblocks. Auf diese Weise erhalten sowohl Studierende als auch Lehrende eine Rückmeldung über den aktuellen Zwischenstand und können Lern- bzw. Lehrinhalte noch einmal anpassen. Nun zwei Beispiele. Im ersten Szenario hat Professor Smart seinen Studierenden Mitte des Semesters einen Self-Assessment-Test online zur Verfügung gestellt. Die Studierenden bekommen direkt nach dem Test die Rückmeldung zu ihrem Ergebnis. Außerdem hat er ein automatisiertes Feedback eingerichtet, das weiterführende Informationen beinhaltet und bei falschen Antworten auf die entsprechenden Kapitel in den Seminarunterlagen verweist. Im nächsten Beispiel stellt Professor Smart zu Beginn der Sitzung mithilfe eines Audience Response Systems einige kurze Verständnisfragen zur vorherigen Sitzung. Die Studierenden können direkt mit dem eigenen Smartphone anonym antworten. Fragen, bei denen es anscheinend Probleme gab, werden anschließend gemeinsam diskutiert. Eine Variante stellt das Peer-Feedback dar, bei dem sich die Studierenden unter Anleitung der Lehrperson gegenseitig beurteilen. Durch den Perspektivenwechsel und die Herausforderung, Ergebnisse der Kommilitonen zu beurteilen, müssen sich die Studierenden kritisch mit den Lerninhalten auseinandersetzen und entwickeln so ein tiefergehendes Verständnis. Anonymes Feedback hilft Hemmschwellen zu überwinden und ist authentischer als personalisiertes Feedback. Noch einmal zusammengefasst. Konstruktives Feedback kann die Motivation der Studierenden steigern und die Lehrperson kann über die Rückmeldung den Lernprozess der einzelnen Studierenden besser steuern. Durch die wiederholte Auseinandersetzung mit den Inhalten werden neue kognitive Verknüpfungen geschaffen und nachhaltiges Lernen gefördert. Entscheidend beim Feedback ist das Timing. Es sollte zu sinnvollen Zeitpunkten im Lernprozess stattfinden. Außerdem sollte das Feedback objektiv sein und die Bewertungsmaßstäbe sollten den Studierenden frühzeitig mitgeteilt werden. Die Kommunikation sollte sachlich und als Dialog gestaltet sein. Eine Variante stellt das Peer-Feedback dar, bei dem sich die Studierenden gegenseitig beurteilen. Und aus Professor Smart wird Super Smart.